Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Nachtvorlesung nachgefragt. Heute wollen wir Sie umfassend informieren, was das Thema chronische Kopfschmerzen angeht. Ganz, ganz wichtig, viele Menschen betroffen und deswegen freue ich mich sehr über Professor Günther Seidel, der heute bei mir im Studio zu Gast ist. Er ist der Chefarzt der Neurologie in der Asklepios Klinik Nordheidberg und Sie können uns hoffentlich mit ganz viel Informationen zum Thema chronische Kopfschmerzen versorgen heute. Schön, dass Sie da sind. Ja. Danke. Wie verbreitet sind Kopfschmerzen allgemein eigentlich? Ja, also Kopfschmerzen ist natürlich etwas, was fast jeder Mensch schon mal gehabt hat, sodass man das schwer sagen kann. Ich denke, fast jeder. Es gibt also nur einzelne Menschen, die überhaupt keine Kopfschmerzen kennen. Kann man sich kaum vorstellen. Daher, genau, man kann sich das kaum vorstellen. Ich denke, jeder hat das schon mal gehabt. Aber die Ursachen sind halt sehr unterschiedlich und ich glaube, da gehen wir dann heute drauf ein. Und jetzt vielleicht erstmal zu den einzelnen Kopfschmerzerkrankungen, denn ganz klar, Kopfschmerz ist definitiv nicht gleich Kopfschmerz. Was für Erkrankungen gibt es da in dem Bereich? Kopfschmerz kann ja einerseits ein Krankheitszeichen sein, das heißt, es gibt Erkrankungen des Gehirns, die zu Kopfschmerzen führen, wie zum Beispiel ein Hirntumor oder eine Hirnentzündung. Die kann zu Kopfschmerzen führen und da ist das Kopfschmerz letztlich nur das Krankheitszeichen dieser zugrunde liegenden Krankheiten. Ein Symptom dann. Ne? Das ist das Symptom und man bezeichnet das als sekundären Kopfschmerz. Mhm. Und dann gibt es Erkrankungen, wo der Kopfschmerz die Krankheit ist. Das sind die primären Kopfschmerzerkrankungen, dazu gehört zum Beispiel die Migräne, die ja auch sehr verbreitet ist, oder auch der Spannungskopfschmerz. Das sind Erkrankungen letztlich, wo der Kopfschmerz die Krankheit an sich ist. Was gehört zur Kopfschmerzdiagnostik dazu, dass Sie dem Ganzen erstmal auf die Spur kommen und kategorisieren können? Mhm. Was ist es für eine Art von Kopfschmerz? Also das Wichtigste bei Schmerzerkrankungen allgemein, und dazu gehört natürlich der Kopfschmerz auch, ist die Anamnese. Das heißt also das genaue Erfragen der Krankheitszeichen, also des Kopfschmerzes, Charakters, wie lange der Kopfschmerz besteht, wo genau der Kopfschmerz ist, gibt es Verstärker für den Kopfschmerz, gibt es Dinge, die den Kopfschmerz lindern, wir werden Schmerzmittel eingenommen gegen den Kopfschmerz, also die Anamnese ist der wichtigste Punkt letztlich. Und dann gibt es Erkrankungen, die nicht primär mit dem Gehirn zusammenhängen, wie zum Beispiel internistische Erkrankungen, die auch zu Kopfschmerzen führen können, wie zum Beispiel erhöhter Blutdruck. Das wissen viele nicht, dass hoher Blutdruck eben auch Kopfschmerzen machen kann. Und manche Menschen, die Kopfschmerzen bekommen, haben nur in Anführungsstrichen einen hohen Blutdruck. Es gibt Erkrankungen des Auges, wie zum Beispiel eine Augeninnendruckerhöhung, ein Glaukom, was zu Kopfschmerzen führen kann. Oder auch Nasennebenhöhlenerkrankungen, die Kopfschmerzen machen können. Diese Dinge müssen zunächst abgeklärt werden. Da helfen neben den fachärztlichen Untersuchungen natürlich auch Blutuntersuchungen, um Entzündungen beispielsweise diagnostizieren zu können. Und wenn diese Untersuchung abgeschlossen ist, dann kommt es an speziell neurologische Untersuchungen. Da gehört natürlich die Bildgebung, das ist die Bildgebung des Gehirns dazu, Computertomographie oder besser noch Magnetresonanztomographie, um eben zu schauen, ob am Hirngewebe Auffälligkeiten sind oder auch an den Hirnhäuten Auffälligkeiten sind, die zu Kopfschmerzen führen. Wenn das auch keine Diagnose bringt oder in bestimmten Situationen, ist dann noch eine Untersuchung der Nervenflüssigkeit notwendig. Das heißt, man entnimmt aus dem lumbalen, also aus dem Rückenmarkskanal letztlich etwas Flüssigkeit und schaut nach, ob da eine Entzündung zu finden ist. Das ist das Abklärungsprogramm und Sie merken schon, das ist recht aufwendig, wenn man das alles komplett durchführt. Aber schön, dass Sie so viele Möglichkeiten haben und das dann auch wahrscheinlich relativ schnell bestimmen können, was für eine Art von Kopfschmerz der Patient hat. Ich würde gerne nochmal auf den primären Kopfschmerz zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, der Spannungskopfschmerz, auf den kommen wir gleich noch, der gehört dazu und die Migräne. Ja. Das ist natürlich so ein Signalbegriff. Da können viele, viele Menschen leidvollerweise was mit anfangen. Wie verläuft denn eine Migräneattacke zum Beispiel genau? Also die Migräne, da gibt es verschiedene Verlaufsformen. Es gibt die Migräne mit Aura und die Migräne ohne Aura. Und die Aura ist ein Vorsymptom, ein Vorkrankheitsphänomen vor der eigentlichen Kopfschmerzattacke. Das hat so jeder fünfte bis sechste Kopfschmerz- oder Migränepatient. Mhm. Und diese Migräne-Aura äußert sich häufig in Sehstörungen. Also 90% der Menschen, die das haben, bekommen Sehstörungen. Häufig sind das Ausfälle im Gesichtsfeld oder auch bestimmte Fortifikationsspektren nennt man das, also solche zackigen, manchmal bunten Figuren am Rand des Gesichtsfeldes, die sich dann im Verlauf der Attacke vergrößern und sich dann auch wieder zurückbilden. Andere Beschwerden können Sprachstörungen sein, Sensibilitätsstörungen sein, es können auch Lähmungen auftreten. Diese Phänomene, diese Aura-Phänomene, treten eben typischerweise vor der eigentlichen Kopfschmerzattacke auf. Können, aber wissen die Patienten schon, jetzt kommt gleich was. Ja, aber das kann natürlich auch mal
die Angst entstehen, dass zum Beispiel ein Schlaganfall auftritt. Denn der kann natürlich auch mit solchen Ausfällen einhergehen. Und viele jüngere Patienten, die die erste Migräneattacke haben, kommen ins Krankenhaus unter dem Verdacht auf einen Schlaganfall. Und auch das ist schwierig zu differenzieren. Wie gesagt, jeder fünfte bis sechste Mensch mit Migräne hat letztlich eine Aura. Die anderen haben keine Aura und die entwickeln dann den Kopfschmerz. Den Migräne-Kopfschmerz, der auch ganz typisch ist. Der ist nämlich halbseitig, also nicht auf beiden Seiten des Kopfes, sondern nur auf einer Seite. Ist typischerweise mittelstark bis stark. Man kann das auch einteilen, die Kopfschmerzstärke. Der hat einen pulsierenden Charakter, das ist ganz wichtig. Und er nimmt zu bei körperlicher Aktivität. Das sind ganz wichtige Phänomene. Häufig geht das einher auch mit Übelkeit oder auch mit Erbrechen. Und manchmal gibt es auch Geruchsüberempfindlichkeit beispielsweise oder auch eine Überempfindlichkeit gegen Licht, die auftreten kann. Wichtig ist bei der Migräne, um die Diagnose wirklich stellen zu können, dass andere sekundäre Kopfschmerzformen ausgeschlossen sind. Und das ist eben insbesondere bei der ersten Migräneattacke relativ schwierig. Oder da wird eben diese ganze Diagnostik, die ich am Anfang erwähnt habe, abgespult, um eben sicher eine sekundäre Kopfschmerzform auszuschließen. Was kann denn so eine Migräneattacke überhaupt auslösen? Also Auslöser gibt es individuell ganz unterschiedliche. Also manche Menschen bekommen zum Beispiel Migräne auf bestimmte Nahrungsmittel. Dazu gehört Käse, Rotwein. Die können das bei manchen Menschen auslösen. Manche Menschen bekommen es durch Wetterveränderungen. Natürlich Stress ist ein klassischer Auslöser. Oder auch wenn der Stress nachlässt, also am Wochenende beispielsweise, wenn nicht gearbeitet wird, dann kann eben gerade dieser Entlastungskopfschmerz auftreten, der eben auch typisch für die Migräne ist. Also es gibt einige Auslöser. Es gibt natürlich auch Medikamente, die das auslösen können. Beispielsweise Nitrate, die bei koronarer Herzerkrankung eingesetzt werden, die können Migräneattacken auslösen. Und was sind die Ursachen? Wer bekommt Migräne? Weiß man das? Ja, die Ursachen, da weiß man, da streiten sich die Geister noch so etwas. Da gibt es immer wieder neue Theorien, die entwickelt werden. Es gibt sicher eine erbliche Disposition. Das heißt also, Familienmitglieder haben, wenn einst ein Mitglied der Familie Migräne hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass andere das auch haben. 60-70% in der Familie ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Migräne dann bei anderen Familienmitgliedern auftritt. Andere Ursachen, eine frühe Hypothese war, dass der Migräne-Kopfschmerz durch eine Erweiterung von Arterien in den Hirnhäuten auftritt. Das heißt also, die Aurasymptomatik, die Ausfälle, die auftreten durch eine initiale Verkrampfung der Arterien in den Hirnhäuten und auch auf deren Oberfläche und dann die Kopfschmerzattacke, letztlich als Erweiterung der Kopfschmerz. Hat man gedacht, man nimmt Medikamente, die Gefäße verengen, um Migräneattacken zu behandeln, und das wirkt auch. Und so kam diese Hypothese. Es gibt andere Hypothesen, die sagen, dass es eine Überflutung des Gehirns mit aktivierenden Neurotransmittern, also mit erregenden Übertragungsstoffen im Gehirn auftritt. Und das ist eine Hypothese, die dann auch wieder gestützt wird durch den Einsatz von bestimmten Medikamenten, die eigentlich gegen Epilepsie verwendet werden und die eben auch zur Prophylaxe, zur Vorbeugung von Migränenattacken eingesetzt wird. Andere Ursache könnte noch sein, eine Entzündung der Hirngefäße, eine kurzzeitige Entzündung, also ohne dass Erreger dort sind im Gehirn, die letztlich dazu führen, dass eben auch ein Migräne-Kopfschmerz auftritt. Und es gibt wieder Medikamente, die gegen Migräne wirken, die gegen Entzündungen auch wirken, wie zum Beispiel die Acetylsalicylsäure, das Aspirin. Und das sind so die vier Hypothesen, die verwendet werden, um Migräne zu erklären. Aber man muss sagen, eine genaue, eine sichere Ursachenklärung gibt es eigentlich noch nicht. Viel wichtiger, sage ich jetzt einfach mal so, ist natürlich auch die Therapie der Migräne. Ja. Ich glaube, eine Frage, auf die jetzt viele Zuschauer zu Recht warten, wie können Sie Migräne behandeln? Also es gibt da zwei Arten von Behandlung, die man einsetzt. Das eine ist natürlich die Migräneattacke, wenn der Kopfschmerz wirklich kommt, die Aura-Symptomatik da ist, der Kopfschmerz kommt, also Migränenattackenbehandlung. Und das andere ist die Vorbeugung vor neuen Attacken. Die Attackenbehandlung ist relativ einfach. Wenn Übelkeit dabei ist, werden Medikamente gegen Übelkeit eingenommen und 10 bis 15 Minuten später dann klassische Schmerzmittel, wie zum Beispiel die Acetylsalicylsäure, also das Aspirin, am besten als Brausetablette in einer hohen Dosierung, 1 Gramm beispielsweise. Und das ist bei vielen Menschen dann schon ausreichend. Wichtig ist, früh das einzunehmen und nicht zu lange zu warten, bis der Kopfschmerz dann richtig stark ist und längerfristig besteht. Haben dann Menschen mit so einer Aura dann eigentlich einen Vorteil, weil sie halt relativ genau wissen, jetzt geht's los?
Nun ja, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, dass Sie wissen, dass bald die Migräneattacke kommt, aber die Migräne mit Aura ist letztlich gefährlicher als die Migräne ohne Aura, aha, weil es auch ein Risikofaktor in bestimmten Konstellationen für Schlaganfälle ist. Und entsprechend ist es die Aura, Migräne mit Aura gefährlicher letztlich als die Migräne ohne Aura. Aber zurück zur Attackenbehandlung. Wenn die Acetylsalicylsäure nicht wirkt oder wenig wirkt, dann gibt es eben andere, neuere Medikamente, die sogenannten Triptane, die eben sehr stark wirksam sind und die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die Migräneattacke behandeln können. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Menge an Triptanen, verschiedene sind da im Angebot. Manche sind sogar frei verkäuflich, die meisten sind aber eben nur über Rezept zu beziehen. Die Vorbeugung, die man letztlich auch mit Medikamenten durchführt und wenn man Medikamente regelmäßig einnimmt, dann muss die Migräne eine entsprechende Qualität oder Quantität haben an Attacken. Und man sagt, wenn der Patient über 6 Attacken pro Monat hat, dann oder über 3 schwere Attacken, die auch länger andauern können als normalerweise dauern Migräneattacken bis zu 3 Tagen, dann sollte man eine Prophylaxe durchführen. Und diese Prophylaxe ist eine regelmäßige Einnahme von Medikamenten. Die erste Wahl sind Beta-Blocker. Das sind also eigentlich Medikamente, die für das Herz entwickelt wurden, für die Blutdruckbehandlung und für die Behandlung von Herzinfarkten. Und auch die wirken im Gehirn und führen dazu, dass die Häufigkeit und die Stärke der Migräneattacken abnimmt. Das ist sozusagen die erste Wahl. Aber es gibt natürlich Menschen, die niedrigen Blutdruck haben. Und häufig sind es ja auch jüngere Menschen, die Migräne haben, die häufig auch einen niedrigen Blutdruck haben, da kann man Beta-Blocker nicht einsetzen, sonst wird der Blutdruck zu niedrig. Und da gibt es andere Medikamente, bestimmte Calcium-Antagonisten, Flunarizil heißt so einer davon als Präparat, oder eben auch Medikamente gegen Epilepsie können eingesetzt werden, wie zum Beispiel die Valproinsäure, ein bewährtes Medikament gegen Epilepsie, oder auch das Topiramat. Also ein anderes, ein neueres Antiepileptikum, Medikament gegen Epilepsie, was eben auch vorbeugend gegen Epilepsie wirksam ist. Etwas, was nicht medikamentös ist in dem Zusammenhang, aber vielleicht trotzdem hilfreich ist, der Kopfschmerzkalender, habe ich zumindest gelesen. Was ist das genau? Genau. Kopfschmerzkalender ist ein wichtiges, einfaches Hilfsmittel, um zu erkennen, zum einen, wie oft die Kopfschmerzattacken auftreten pro Monat. Ich sagte, die Migräneprophylaxe wird ja bei mehr als 6 Attacken pro Monat eingesetzt. Und damit kann man das sehr schön dokumentieren, wann überhaupt wie oft die Attacken pro Monat aufgetreten sind. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann die Stärke damit ganz gut quantifizieren. Das heißt, es gibt eine visuelle Analogskala, so sagt man dazu, zwischen 0 und 10 oder zwischen 1 und 10 ist die Kopfschmerzstärke, die kann man da eintragen. Und ganz wichtig sind, Auslöser zu identifizieren. Ich sagte es am Anfang schon. Also bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Wetterkonstellationen, bestimmte Stress- oder Nicht-Stressfaktoren, die auftreten können und die dann dazu führen sollen, dass der Patient genau weiß, das sind Faktoren, die mir die Migräne auslösen können, also meide ich die natürlich. Ein wichtiger Punkt auch bei der Behandlung, was ich eben nicht erzählt habe, habe ich nicht nur auf Medikamente eingegangen, ist natürlich auch die Lebensweise. Das heißt also, die Regulierung der Lebensweise ist wichtig, denn Kopfschmerzen oder Migräne entsteht durch Stress. Und Stressabbau ist ein wichtiger Punkt, neben Ausdauersport beispielsweise, also Regulierung der Lebensweise, ausreichende regelmäßige Ernährung zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt. Also nicht nur Medikamente eben, sondern eben auch solche Faktoren sind sehr wichtig. Ich würde gerne nochmal auf den anderen primären Kopfschmerz zu sprechen kommen. Ja. Um die Migräne haben wir uns eben gekümmert. Dazu hatten Sie aber auch noch den sogenannten Spannungskopfschmerz erwähnt, der auch wohl sehr verbreitet ist. Was bedeutet Spannungskopfschmerz genau? Also Spannungskopfschmerz, wie gesagt, ist auch ein primärer Kopfschmerz, dessen Ursache man gar nicht genau kennt. Ja, man weiß nur, es gibt diese Art von Kopfschmerz, die sich auch durch die Anamnese ganz eindeutig von der Migräne unterscheiden lässt. Das ist sicher der verbreiteste Kopfschmerz überhaupt. Also man geht davon aus, dass manche Untersuchungen sagen, bis zu 70% der Menschen haben schon mal irgendwann einen Spannungskopfschmerz gehabt. Also diese alleinige Art von Kopfschmerz. Und das ist ein Kopfschmerz, der vom Charakter anders ist als die Migräne. Der tritt zum Beispiel auf beiden Seiten auf. Die Migräne war ja nur auf einer Seite. Der ist eher dumpf drückend, also nicht pochend wie der Migränekopfschmerz. Er wird eben nicht schlimmer, zum Beispiel durch körperliche Belastung und ist auch nicht so stark, ist nur leicht bis mittelschwer, aber er kann sehr viel länger auch andauern. Also man geht davon aus, dass ein Spannungskopfschmerz bis zu 7 Tagen andauern kann. Also Migräne maximale Länge ungefähr 3 Tage,
beim Spannungskopfschmerz sehr viel länger. Und der ist häufig so ein beidseitiger Nackenkopfschmerz, kann aber auch die Stirn beispielsweise oder die Schläfen betreffen. Wie gesagt, Ursache ist nicht eindeutig geklärt, woher dieser Kopfschmerz eigentlich kommt, aber wie gesagt, sehr verbreitet. Und der Kopfschmerz geht auch nicht einher zum Beispiel mit Übelkeit und Erbrechen, sondern manchmal ist ein bisschen Übelkeit da, aber Erbrechen auf jeden Fall nie. Und auch sonstige, diese Lichtüberempfindlichkeit tritt dabei eigentlich auch nicht auf. Wie können Sie den behandeln? Also den kann man also ähnlich behandeln wie eine Migräneattacke. Das heißt, man gibt auch Aspirin beispielsweise oder andere nichtsteroidale Antirheumatika, sagt man auch dazu, dieser Substanzgruppe. Also zum Beispiel Ibuprofen geht da auch oder Naproxen. Das sind also bestimmte Medikamente dieser Art. Paracetamol? Paracetamol geht auch, genau. Das ist auch ein einfaches Schmerzmittel letztlich. Die kann man da einsetzen. Auch da gibt es eine Prophylaxe, wenn man eben auch chronischen Kopfschmerz, da kommen wir ja noch drauf, hat, dann kann man eben auch bestimmte Medikamente langfristig, regelmäßig einsetzen, auch ohne Kopfschmerzen, um eben die Häufigkeit und die Stärke der Attacken zu reduzieren. Genau nach diesem chronischen Kopfschmerz hätte ich Sie als nächstes auch tatsächlich gefragt. Wann spricht man denn überhaupt von einem chronischen Kopfschmerz? Man kann sich gar nicht vorstellen, was Menschen da gegebenenfalls auch aushalten müssen. Ja. Also auch das ist eine ganz häufige, also relativ häufige Krankheit. Man geht davon aus, dass in Deutschland ungefähr 1 Million Menschen chronischen Kopfschmerz haben. Bedeutet chronisch tatsächlich durchgehend? Nee, das bedeutet, es ist einfach festgelegt als Regel sozusagen und gesagt, was über 15 Kopfschmerztage pro Monat ist. Also mehr als jeden zweiten Tag im Monat Kopfschmerzen haben. Und es geht jetzt nicht um die Dauer der Attacke, sondern nur, dass ein Kopfschmerztag da ist. Dann ist das chronischer Kopfschmerz. Mhm. Das ist die Definition letztlich. Das ist natürlich einfach mal so festgelegt worden, aber es ist natürlich etwas, wenn man sich das vorstellt, jeden zweiten Tag Kopfschmerzen zu haben, das ist natürlich eine unglaubliche Belastung letztlich. Differenziert man da auch zwischen chronischem Spannungskopfschmerz und chronischer Migräne? Also kann man das dahingehend auch wieder einteilen? Also es gibt drei große Arten von chronischem Kopfschmerz. Es gibt chronische Migräne. Es gibt chronischen Spannungskopfschmerz und es gibt chronischen Kopfschmerz, der durch Medikamentenübergebrauch, also Schmerzmittelübergebrauch, häufigen Gebrauch von Schmerzmitteln ausgelöst werden kann. Mhm. Und das ist natürlich häufig so ein Gemisch. Das heißt, Patienten haben eine Migräne, nehmen chronisch Schmerzmittel ein, zum Beispiel Acetylsalicylsäure, Aspirin, und kriegen dann einen chronischen Kopfschmerz, der zum Beispiel arzneimittelinduziert ist, so sagt man dazu. Das heißt, es gibt dann so ein Gemisch und das ist auch dann die Kunst, letztlich herauszufinden, was lag beim chronischen Kopfschmerz eigentlich irgendwann mal vor? War es jetzt eine Migräne, war es ein Spannungskopfschmerz, vielleicht sogar beides? Und ist vielleicht noch ein Kopfschmerz durch Medikamentenübergebrauch drüber gestülpt? Mhm. Das muss dann differenziert werden und einzeln behandelt werden. Genau, was hilft denn bei chronischen Kopfschmerzen? Unterteilt man da auch wieder dahingehend, wie Sie es vorhin gesagt haben? Ja. Bei der Migräne macht man das und das, beim Spannungskopfschmerz das genau, und das? Also da gibt es eben auch letztlich die muss eben differenzieren, wo kommt der Kopfschmerz her, ist es jetzt eine chronische Migräne gewesen, und dann muss man letztlich unter Umständen erstmal einen Schmerzmittelentzug machen von den einfachen Schmerzmitteln sozusagen und muss dann die Migräneprophylaxe einleiten. Ja, das heißt also das, was ich eben gesagt habe, Migräneprophylaxe ist zum Beispiel dann ein Beta-Blocker, ja. Oder man kann auch bei chronischer Migräne letztlich ein bestimmtes Antiepileptikum, das Topiramat, geben, was bei dieser Art von chronischem Kopfschmerz ganz sinnvoll ist. Man muss fairerweise dazu sagen, es gibt keine großen Studien bei chronischem Kopfschmerz, welches Medikament da quasi das Beste ist. Das gibt es bei diesen episodischen Kopfschmerzen sehr viel ist die Studienlage sehr viel härter, sehr viel differenzierter. Mhm. Was ist denn Ihr Behandlungsziel bei chronischen Kopfschmerzen genau? Was kann man da sagen? Was ist realistisch? Eine komplette Schmerzfreiheit? Das ist häufig natürlich schwierig, ne? Ja. Aber man kann auf jeden Fall eine Schmerzreduktion machen. Ja, also das ist immer das Ziel natürlich, möglichst wenig Kopfschmerztage hinzubekommen. Aber man muss eben häufig aufklären, dass es eben diese verschiedenen Arten von Kopfschmerzen sind. Und dann führt das mit der entsprechenden Therapie zu einer Reduktion häufig der Kopfschmerzen. Ganz weg geht das häufig nicht. Aber dass die Patienten womöglich, also bestmöglich eingestellt sind, dass auch schnell dann so eine Routine ist, dass die schnell handeln können und demzufolge das Ganze vielleicht etwas eher wieder vorbei ist? So ist es, genau, schnell handeln, aber mit den richtigen Medikamenten vor allem. Das ist immer das Wichtige. Wie gesagt, dieser Kopfschmerz, dieser chronische Kopfschmerz durch Medikamentenübergebrauch ist ein großes Problem. Denn was ich ganz am Anfang sagte, ist, möglichst früh behandeln. Das führt aber unter Umständen dazu, dass relativ oft
diese Schmerzmittel eingesetzt werden, obwohl es vielleicht doch gar nicht notwendig war. Mhm. Und das führt dann dazu, dass unter Umständen so ein Kopfschmerz mit Medikamentenübergebrauch entstehen kann. Also es ist nicht ganz so einfach, das sozusagen durchzuführen, und verschiedene Maßnahmen zur Vorbeugung sind letztlich wichtig. Das heißt nicht nur Medikamente, sondern eben auch die anderen Maßnahmen, die ich Ihnen eben gesagt habe, mhm. also Veränderung der Lebensweise beispielsweise, um diese Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen. Sie haben uns ja auch erklärt im Laufe der Sendung, wie entscheidend es ist, dass man wirklich genau weiß, um was für einen Kopfschmerz es sich handelt. Was sind denn Warnsignale bei Kopfschmerz, sogenannte Red Flags? Ja. Vielleicht muss man auch noch mal da bei dem einen oder anderen im Kopfschmerz in der Form, in der er sich dann gestaltet, wirklich weitere Untersuchungen ja. machen, weil da noch was ganz anderes genau. hintersteckt. Das ist eine ganz wichtige Frage, denn ich sagte ja ganz am Anfang, jeder Mensch hatte irgendwann mal Kopfschmerzen. Mhm. Und die Frage ist, wann ist es ein Kopfschmerz, der sofortige Behandlung notwendig macht? Und das ist immer dann, wenn zum Beispiel ganz akut ein Kopfschmerz auftritt, also ein schlagartiger Kopfschmerz, das und ein Kopfschmerz, der normalerweise nicht so in dieser Form nicht gekannt wurde, man sagt auch so ein Donnerschlag-Kopfschmerz dazu, das kann ein Zeichen einer schweren Hirnerkrankung sein, einer Hirnblutung beispielsweise sein. Mhm. Da muss dann ganz schnell gehandelt werden, Bildgebung und eine Untersuchung der Nervenflüssigkeit. Allgemein kann man sagen, wenn sich der Kopfschmerzcharakter ändert, das heißt also der Patient hat eine Migräne, das weiß er seit 20 Jahren, Migräne, eine Attacke pro Monat beispielsweise, und diese Attacken sind bekannt, aber wenn sich dann die Art des Kopfschmerzes plötzlich ändert, das ist ein Warnzeichen. Mhm. Das ist eine Sache, also Kopfschmerzcharakter. Das zweite ist, wenn natürlich Ausfälle auftreten oder Reizphänomene, zum Beispiel Lähmung oder sensible Störung im Zusammenhang mit Kopfschmerzen. Das ist natürlich immer ein absolutes Warnsignal und dann muss weitere Diagnostik gemacht werden. Das sind dann häufig Prozesse im Gehirn und die müssen dann weiter abgeklärt werden. Oder wie Sie heute im Gespräch auch schon sagten, eventuell ein Schlaganfall könnte so das auch es. Sein. Das heißt dann in dem Fall wirklich direkt die 112 wählen oder den Hausarzt. Was soll man genau tun? Also wie gesagt, wenn so ein starker, sogenannter Vernichtungskopfschmerz auftritt, dann sollte man wirklich 112 anrufen, auch wenn keine anderen Ausfälle da sind. Denn das ist wirklich ein Kopfschmerz, der, wie gesagt, bei einer bestimmten Art von Schlaganfall, also einer Subarachnoidalblutung, auftreten kann. Und auch wenn die erste Blutung quasi nur in Anführungsstrichen zu Kopfschmerzen führt, kann die zweite Blutung eben zu schweren Ausfällen mit unter Umständen auch Todesfolge sein. Von daher, das ist der absolute Notfall. Anderer Notfall wäre zum Beispiel auch eine Hirnhautentzündung. Die macht natürlich auch Kopfschmerzen. Die geht natürlich dann auch mit allgemeinem Krankheitsgefühl, mit hohem Fieber einher, mit Nackensteifigkeit. Das ist auch eine Situation, wo unbedingt eine sofortige Krankenhauseinweisung und entsprechende Behandlung notwendig ist. Mhm. Professor Günther Seidel, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Gerne. Danke. Liebe Zuschauer, das war unsere Ausgabe Nachtvorlesung nachgefragt für dieses Mal. Wenn Sie noch weitere Fragen zum Thema oder auch Informationsbedarf bei anderen Erkrankungen haben, dann empfehle ich Ihnen wie immer sehr gerne einen Klick auf unsere Internetseite. Der Link, der lautet www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Klicken Sie einfach mal rauf, gucken Sie, was wir noch für andere Sendungen für Sie vorbereitet haben. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich schon zu einer anderen Ausgabe wieder. Alles Gute, auf Wiedersehen.